Hallihallo, Hallöchen. Wir sind wieder da und wir wollten weiter nach Westen gehen. So, ich habe mir das mit den Mods nochmal angeguckt. Ich glaube, Schrägstrich, hoffe, dass das jetzt klappt in Weißlauf. Dass unsere Bude nicht mehr so, ja... Also, dass unsere Bude jetzt wieder ganz normal aussieht. Oder zumindest nicht mehr so, so buggy ist. Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Es waren zwei Mods, die Weißlauf verändert haben, die scheinbar nicht kompatibel waren. Ich habe mich jetzt für eins entschieden und dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, es werden dementsprechend auch wieder ein paar weniger Bäume da stehen. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm, wenn dafür unsere Bude wieder einigermaßen funktioniert. So, und wir wollen jetzt weiter nach Westen, um zu diesem Berg zu gelangen. Dafür müssen wir durch die Sümpfe. Ich hoffe, das klappt, ohne dass uns wer weiß, was passiert. So, dann wollen wir mal schauen. Ich muss allerdings auch gestehen, es ist ganz schön gruselig hier. Ich warte nicht mal auf wilde Tiere, sondern dass hier Zombies kommen in dem Nebel oder irgendwelche Untoten. Uah. Okay, dann, im Berg kommen wir nicht hoch. Sieht aus, als würden hier sogar Eisschollen treiben, als wäre es hier echt kalt. Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Naja, wir werden sehen. Okay. Blümchen liegen direkt auf dem Weg. Moment. Nimm. Quick Save. Ist hier wer? Nö. Okay, da sind irgendwelche komischen Pilzgedönse. Nein, da ist nichts. Dann geht's weiter. Ich dachte schon, da sind gleich irgendwelche bösen Leute. Wieder Banditen oder so. Da ist ein Schiff. Oh, Stonehenge. Ich hab Stonehenge gefunden. Es sind Wegelagerer an Stonehenge. Purloin Shadows. Was ist das? Taschendiebstahl. Oh, schön. Wir haben ein Buch über Taschendiebstahl. Haben wieder ein bisschen was erfahren. Ein paar Äpfel. Ja, gut, können wir mitnehmen. Was kochen wollte ich jetzt gerade nicht. Karotten brauchen wir nicht. Und in dem Sack ist Kohl, brauchen wir auch nicht. Okay. Das war Stonehenge. Was ist denn da denn? Irgendwas schimmert hier doch so. Oh! Das war... Boah, das war ja schwer zu entdecken. Alter, hier mit der Grassmod, dass es ein bisschen aufwendiger ist. Da siehst du das Nierenwurz, aber wirklich nur, wenn es, ja, durch das Leuchten, ne? Das ist meine Güte. Wäre mir fast entgangen. Oh, was das denn cool ist. Hier ist ja ein richtiger Hafen. Kommt, da gehen wir mal näher ran. Wir gucken mal, was da los ist. Vielleicht kann man da ja auch handeln oder so. Zwar immer noch ein bisschen Schiss, dass hier gleich irgendwer kommt, der uns aufhält. Scheiße, das ist die andere Flussseite. Wie komme ich denn jetzt rüber? Blümchen und Blümchen und... Ja, komm, wir schwimmen einfach. Oh. Sauerstoff. So. Hier ist auch eine gewisse Strömung, so wie es aussieht. Ja, aber ich komme damit klar. Hä?
Da ist ein Trank. Ha. Da steht einfach so ein Trank rum. Auch cool. Esse. So. Alle hopp. Okay, das ist nicht der Originalweg gewesen. Öppala. Aber das interessiert mich jetzt gerade. Oh, ich bin mal so dreist. Ich steck mal die Waffe weg. Grüß Gott. Eine Wache von Einsamkeit. Oh, wir haben... Ah, alles klar. Das ist der Hafen von Einsamkeit. Das Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Okay. Aber Lagerhaus, ja, das wäre stehlen. Genau, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Aber, boah, das Schiff ist cool. Ich will auf das Schiff gucken. Ich will mir das Schiff angucken. Oh, das ist ja hübsch. Heaven's Ship. Habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ja, das haben wir auch schon gehört. Papierjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von... Cool. Das ist cool. Nee, aber ich will jetzt nicht auf das Schiff gehen. Sonst kriegen wir hier noch wieder eine Quest. Ich will jetzt erstmal wieder ein bisschen was erfüllen. Und wir abarbeiten. Wir müssen etwas gegen diese Vampirangriffe unternehmen. Ohne Angel. Oh, die liegt hier nur. Das war ich nicht. Da. Wartet mal, dann muss es hier ja hochgehen nach Einsamkeit. Dann haben wir eine neue Stadt entdeckt. Das wäre auch schön. Wenn das hier der Hafen dazu ist, müsste doch, wenn man den Hafen nach oben folgt, hier irgendwo die Stadt sein. Okay, dann müssen wir hier hinten rum, würde ich sagen. Ah ja, das sind bestimmt die Stallungen von Einsamkeit, die wir hier auf der Karte sehen. Ein paar Blümchen nehmen wir natürlich auch noch mit. Der Cutlershof. Ja, okay. Und was haben wir hier? Pferdewagen. Ja, alles klar. Das ist die Stadt. Okay, cool. Die möchte ich mal kurz aktivieren. Und dann gehen wir weiter nach Westen. Nur wenn wir die halt erst einmal entdeckt haben, weil wir hier sowieso vorbeikamen. Grüß Gott. Wenn ihr nach Einsamkeit gekommen seid, um euch der Armee anzuschließen, dann sprecht mit Ricke. Wenn nicht, dann haltet eure Nasen aus anderer Leute Angelegenheiten raus. Ihr oder stellt ihr endet wie auch Rockier. Eine Armee? Welche Parteien stellen denn hier alle eine Armee? Das wird ja wird kein Bürgerkrieg, das wird ein Weltkrieg. Meine Güte. So. Einsamkeit. Ja, ich weiß. Ist vielleicht eine dumme Idee gewesen, jetzt reinzugehen, weil das lädt ein bisschen. Aber ich muss sowohl rein als auch wieder raus. Einsamkeit entdecken. Genau. Onkel Rock mir nichts antun. Sagt ihm, dass er es nicht war. Oh, das ist ja eine richtige Großstadt hier. Swari, ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, Farin, bis eure Mutter kommt. Ihr habt uns verraten. Verschließt das Stadttor. Macht schon weiter. Okay, ich gehe wieder. Ihr solltet ihr sagen. Ja, das ist ja eine richtige Großstadt hier. Schick und mit einem großen Stadtmauerwall bis hier runter. Relativ pompös, möchte ich meinen. Sehr schön. Aber das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich wollte es nur, dass es quasi entdeckt ist, dass man hier auch mal Schnellreise hinmachen kann. Finde ich, wäre einfach hilfreich. Denn wenn wir dann später hier hinreisen können, können wir uns für den Rückweg einiges ersparen. So. Wir wollen aber weiter nach Westen. Irgendwo auf diesem Berg. Diese eine Quest endlich abgeben. Oh, ich muss sagen, das sieht schon schick aus hier, ganz ehrlich. Das ist wirklich hübsch. Wirklich hübsch. Allerdings sind irgendwie die Wege ein bisschen flach. Normalerweise sollten die Steine jetzt etwas erhaben sein. Das war auch eine der Mods, aber irgendwie gerade nicht so.
Hm, eigenartig. Okay, wir setzen unsere Reise fort. Zwischen großen Bäumen und viel Geduld. Und... okay. Ich glaube, wir müssen hier schon irgendwie hoch. Wartet mal, ich guck mal gerade auf die Karte. Ja, wir müssen aber erst noch dem Weg weiter folgen. Müssen wir wohl einen kleinen Umweg gehen, damit wir da irgendwie hochkommen. Sonst ist das nicht so einfach. Hm, wo gehen wir denn da lang? Ja, ich sehe schon, das ist richtig. Das dreht hier... zack. Das dreht sich etwas weg. Wenn wir nach Westen gehen, sehen wir es schon nicht mehr. Das ist jetzt hier in der Richtung. Ich muss also hier wirklich so schnell wie möglich einen Weg hochfinden. Wollen wir mal gucken. Moment, ich bin aus dem Stadtbereich raus. Mal Bogen wieder auspacken, bevor uns irgendwas passiert. Halt, wer bist du? Wer bist du? Das Kaiserreich liegt im Chaos. Sie haben die Anbetung von Talos verboten. Ja, passiert. Zack, und Blümchen und hier hoch. Ah, guck mal, jetzt liegt schon hinter uns. Dann, ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, das sieht aus, als könnten wir hier zu dem Tempel gelangen. Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen, zu ihrer Handwerkskunst und ihrem Herzen. Wenn sie mich nicht lieben, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Ja. Okay, die klingt ein bisschen angepisst, die Alte. Ich speichere mal. Auch wenn es eine Göttin oder sonst wer ist, aber nee, ich speichere mal bitte. Statue erreicht. Oh, 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 oh. Ein Häschen. Okay, ich stecke mal andächtig die Waffe weg und dann schauen wir Bringt mal. Bringt mir meinen Stern zurück, sodass ich euch zu eurem Schicksal führen kann. Okay. Wow, 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 was ist jetzt? Ah! Alter, was geht? Es ist an der Zeit, dass mein Glanz nach Himmelsrand zurückkehrt. Hilfe? Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels, der nun besudelt ist von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Der Totenbeschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis, indem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirft. Okay. Immer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Taten zu begehen. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Ihr werdet meinen Tempel betreten, mein Artefakt zurückholen und den Schänder vernichten. Ach, werde ich das? Okay, erzählt mir mehr über dieses Artefakt. Klingt nicht gerade so, als hätte ich eine Wahl. Ja, doch, muss ich so sagen. Ich mache es. Erzählt mir mehr über das Artefakt. Sterbliche nennen es den Dämmerbrecher. Es wurde in einem heiligen Licht geschmiedet, das über meine Widersacher hereinbricht und Verderbtheit und Falschheit wegbrennt. Ah ja. Ihr werdet in meinen Schrein eintreten, Malkoran vernichten und diese mächtige Klinge zurückholen. Werde ich das? Okay, ja, klingt nicht gerade so, als hätte ich eine Doch Wahl. Eine einzelne Kerze kann die Dunkelheit der gesamten Leere verscheuchen. Wenn nicht ihr, dann jemand anderes. Mein Stern wird sicher eine würdige Seele anziehen. Ja, ist Doch gut, ich mache es. Wenn ihr klug seid, dann tut ihr, was ich von euch verlange. Also ich habe eine Wahl, Jetzt geht. Das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Okay. Malkoran hat die Türen verschlossen. Doch dies ist mein Tempel
und er hört auf meinen Befehl. Okay. Ich werde euch einen Lichtstrahl hinabsenden. Führt dieses Licht durch meinen Tempel, dann werden seine Türen sich öffnen. Ja. Wow! Vorsichtig! Okay. Die Götter hier sind sehr real. Alter, ich habe wieder festen Boden unter den Füßen. Hilfe! Alter, wie geht die denn ab? Ja. Ach, das ist... Der Tempel ist direkt hier. Der Tempel ist direkt hier. Ja gut, wenn der direkt hier ist, dann würde ich sagen, wir speichern selbstverständlich und... Ja, dann gehen wir das an, ne? Ab dafür! So, dann schauen wir mal, was Sache ist hier in dem Tempel. Das sieht wirklich nicht gut aus. Alles düster, böse hier. Zerweste Leiche, die aber viel Geld hat. Okay. Oh, das ist eine echt böse, düstere Aura hier. Das gefällt mir gar nicht. Hallo? Ach, das ist ein Kerzenstich. Ich dachte schon, hier liegt eine Hantel oder so. Ich dachte, hä? Entschuldigung. Ja. Hallo? Noch eine verweste Leiche. Die sind alle sehr reich hier, aber mehr auch nicht. Boah, Grusel, Grusel. Okay, hier. Eine Tür mit Schloss. Da würde ich einfach mal sagen, da ist bestimmt irgendein Schätzchen drin. Okay. So. Okay, ich wollte gerade sagen, wo wäre es denn weitergegangen, wenn nicht da? Mir blieb also gar nichts anderes übrig, als das Schloss zu knacken? Hä, was ist das denn für ein Tempel? Man kommt nur weiter, wenn man Schlösser knacken kann? Oh nee, hier geht's auch weiter. Moment. Okay, dann ist hier vielleicht der Schatz und... Ja, alles klar. Nee, altes Nordschwert ist mir relativ uninteressant. Geld und eine blöde helle Bade. Na, das hat sich ja mal voll nicht gelohnt. Egal, so. Dann wollen wir jetzt weiter... Und dann wollen wir hier runter und dann hatten wir festgestellt, hier ist irgendwie... Okay, da ist auf jeden Fall Lichtstrahl. Sie wollte ja Lichtstrahl runtersenden. Die Frage ist noch, was muss ich jetzt machen? Aktivieren Sockel. Ah! Alles klar, so kriege ich die Türen geöffnet. Okay. Ja, das ist gut, das gefällt mir. Das macht es prinzipiell erstmal relativ einfach, hier voranzukommen. Aber ich wage zu bezweifeln, dass hier irgendwas anderes mir gefällt. Zwergenkriegsaxt und ich hatte irgendein Schild. Zwergenschild habe ich schon. Okay. Wurst, Bruder!
Da ist er, komm schon! Ja! Wow! Okay, wir müssen hier gegen Geister kämpfen. Das finde ich schon mal nicht gut. Irgendwelche Überreste mit dem und ein imperiales Schwert. Knochenmehl, ein Pfeil, ein Bogen. Okay, Geister sind scheinbar nicht so reich. Weißkappe, die nehmen wir mit. Oh, hier sind bestimmt schon wieder welche. Hallo? Hilfe! Ah, das ist wieder so ein Zwei-Etagen-Ding. Okay, bevor ich hier irgendwas tue, möchte ich mir mal gerade umsehen. Oh, ein sehr wertvoller... Was? Oh, ich höre noch was! Igidi! Ja, so ein paar schöne Sachen sind hier, aber sonst... Ist nicht so der Tempel des Reichtums, mal ganz ehrlich. Ja, okay, Gold gibt es hier eine Menge, das muss ich gestehen. Na, die ist leer. Okay, dann bitte nächsten Sockel. Nächste Tür. Die Tür ist offen. Ja, toll. Also das wäre der normale Weg. Der normale Weg ist etwas versperrt. Können wir hier irgendwo durch? Oder vielleicht auf der anderen Seite? Hoppala! Asser! Hoppala! Können wir... Nee, ich kann hier nicht durch. Aber irgendwie muss ich doch hier hinkommen. Moment. Moment. Zwergenaxt. Okay, das kriege ich nicht durch. Ich komme... Was soll das denn? Hier ist doch sogar ein Drop. Wie kriege ich denn... Hallo? Was soll das denn? Das ist ja voll der Fake hier. Oh. Ja. Ja, ja, ja. Für Blinde, man kann auch die Augen benutzen. Hier unten geht's weiter. Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Komm schon! Oh, ihr seid aber auch was zäh! Also, stirb! Ja! Nur ein imperiales Schwert. Okay, die Beute von den Jungs ist echt dünne. Egal. So, hier geht's weiter. Urne. Okay, zumindest das lohnt sich.
Okay, da scheinen wir sowas wie eine Umleitung montieren zu können. Boah, wartet mal. Es ist hier echt duster. Hab ich sowas wie... Ja, ich habe eine Fackel dabei. Okay. Okay, da ist nicht viel. Hier ist noch eine Urne. Hier ist auch nicht viel. Okay, hier kommt man nirgendwo rein. Von daher nehme ich an, das ist der Wartungsgang. Das führt doch aber weiter weg. Ich muss doch zurück eigentlich. Das ist doch Kappes. Hallo? Naja, die verwesten Leichen sind wenigstens reich. Cool. Starker Heiltrank nehme ich auch immer, auf jeden Fall. Hallo? Da sehe ich niemanden. Das, mal ganz ehrlich, das sieht so ein bisschen nach Falle aus hier. So auf dem Podest. Oh, Stahlhelm. 125 Wert bei 5 Gewicht. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Und den Zaubertrank auch. Und der sah, wenn ich mal gerade gucken darf, kurz. Der sah so aus, als würde er... Der hat nur 24... Okay, Sprüche kosten aber 12% weniger. Aber 24, was hat denn der? 28. Gut, und Zauber verwenden wir nicht so viel. Ich nehme erstmal den Stahlhelm. So. Okay, dann gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Ach. Oh, ich muss... Moment. Ich muss unbedingt die Fackel wegstecken und wieder zum... Zum Schild greifen. So. Der hat nur eine blöde Hellebarde. Auch Menno. Okay, wir nutzen kurz die Zeit und verbessern unsere Heilkünste. So, wir haben den Umweg gefunden. Wir haben... Igitt. Wir haben den Umweg gefunden, den Ausweg gesehen... Und hier im Raum ist scheinbar niemand mehr. Dann würde ich sagen, wird es Zeit, die Aufnahme für heute zu beenden. Ja, wir gucken uns hier beim nächsten Mal dann um. Schauen mal, ob wir den Rückweg vielleicht zum Teil noch gehen können, um ein paar Sachen wiederzufinden. Also, ne, Sachen zu kriegen. Und ja, ich verabschiede mich erstmal für heute bei euch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!